Die Begrüßung war freundlich, die Stimmung aufgeladen. Im EU-Parlament in Straßburg sind heute zwei Visionen für Europa aufeinandergeprallt. Ungarns Regierungschef Orbán hat gerade die EU-Ratspräsidentschaft inne und deshalb seine Ziele für die Gemeinschaft skizziert. Weniger Klimapolitik, kein Nein zu russischem Öl und Gas sowie Asylverfahren in Drittstaaten. Es sind ganz andere Vorstellungen als die von Kommissionspräsidentin von der Leyen und vielen Abgeordneten. Das wurde heute nicht nur in den Reden deutlich. Der Protest mancher Abgeordneter beginnt schon vor der Sitzung. Protest gegen Viktor Orbán, der die EU nach seinen Vorstellungen verändern will. Beispiel Migration. Asylverfahren nur außerhalb der EU. Das ist gegen die gemeinsamen Beschlüsse. Ohne Hotspots außerhalb können wir die Europäer nicht vor illegaler Migration verteidigen. Wenn wir jemanden erst einmal reinlassen, können wir ihn nie wieder heimschicken. Kommissionspräsidentin von der Leyen hört zu und reagiert ungewöhnlich scharf. Ein Vorwurf unter anderem, ungarische Behörden hätten verurteilte Schlepper vor Ende ihrer Strafe aus dem Gefängnis entlassen. Das ist kein Kampf gegen illegale Migration. Das beschützt nicht unsere Union. So wirft man nur die Probleme über den Zaun des Nachbarn. Gleich zu Beginn der Präsidentschaft hatte Orbán mit einer selbsternannten Friedensmission den Rest der EU gegen sich aufgebracht. Sie sind Knecht eines brutalen und gefährlichen Diktators, Wladimir Putin. Die Kritik massiv. Korruption, Missbrauch von EU-Geld. Orbán nennt das linke Lügen. Unterstützung von rechtsaußen. Statt einer Hasskampagne müssen wir uns auf europäischen Frieden, Sicherheit und Wohlstand konzentrieren. Es geht um Grundsätzliches. Welche Vorstellung von Europa setzt sich durch? Viktor Orbán ist mit seinen Ideen nicht völlig isoliert. Er hat Unterstützer nicht nur hier im Parlament, sondern zum Beispiel auch in den Niederlanden oder Österreich. Nicht einmal zwei Wochen ist es her, dass Hurricane Helene in Florida auf Land traf, massive Schäden anrichtete und viele Menschen das Leben kostete. Jetzt kommt dort der nächste, voraussichtlich noch stärkere Hurricane. Die Menschen haben nur noch wenige Stunden, um ihre Häuser zu verbarrikadieren und die gefährdete Region zu verlassen. Am späten Abend Ortszeit soll Hurricane Milton auf die Westküste Floridas treffen. Entlang von mehr als 480 Kilometern Küstenlinie sollen die Menschen ihre Häuser verlassen. Sarasota County has issued an evacuation for your area. Es ist die letzte Warnung. Wer jetzt nicht geht, riskiert sein Leben. Die Ausläufer von Milton sind bereits zu spüren. Millionen Menschen haben die Region schon verlassen. An Tankstellen wird das Benzin knapp. Auch Tom Potter und seine Familie haben eingepackt. Dabei haben sie noch nicht einmal die Trümmer von Hurricane Helene weggeräumt. Der Gedanke, dass dieser Sturm jetzt alles wegnimmt, macht mir Angst. Milton ist einer der stärksten Atlantik-Hurricanes aller Zeiten. Und bereits der zweite binnen zwei Wochen. Die kurze Abfolge dieser beiden Hurricanes ist sinnbildlich für das, was uns in Zukunft erwartet. Durch den Klimawandel könnten öfter solche Ereignisse direkt hintereinander dasselbe Gebiet heimsuchen. Jedes zerstörerischer, mit wirklich katastrophalen Auswirkungen. Helfer versuchen, so viele Trümmer von Hurricane Helene wie möglich wegzuräumen. Denn die könnten im neuen Sturm zu Geschossen werden. Eine weitere große Gefahr, Sturmfluten von mehr als 3 Metern Höhe. Dieser Sturm ist schlimmer als alles zuvor. Und während man sich vor dem Wind verstecken kann, hat man beim Wasser keine Chance. Das Wasser tötet Menschen. Am Morgen fegte ein erster Tornado über Land. Vorbote für das, was kommt. In der Nacht soll Milton auf die Westküste treffen. Der Nobelpreis für Chemie geht in diesem Jahr an drei Proteinforscher. Zu einer Hälfte an den US-amerikanischen Biochemiker David Baker. Er habe die nahezu unmögliche Leistung vollbracht, völlig neue Arten von Proteinen zu bauen, erklärte das Nobelpreiskomitee. Zur anderen Hälfte an den Briten Demis Hassabis und den US-amerikaner John Jumper. Sie erhalten den Preis für die Vorhersage von Proteinstrukturen mithilfe künstlicher Intelligenz.
Sie stecken in jeder Zelle unseres Körpers. Proteine sind wie winzige Maschinen. Sie sorgen zum Beispiel dafür, dass sich unsere Muskeln, wie hier beim Tanzen, bewegen. Ihre Struktur ist komplex und es gibt fast 200 Millionen bekannte Varianten. Sie alle zu entschlüsseln, galt lange als unmöglich. John Jumper und Demis Hassabis gelang es trotzdem, den Code zu knacken. Mit der Hilfe von künstlicher Intelligenz. Damit konnten sie fast auf einen Schlag das Geheimnis aller Proteinstrukturen lüften. Alles, was Biologie, Biomedizin, Medizin nicht tun konnte, weil man nicht wusste, wie diese Proteine aussehen, über Nacht kann man plötzlich damit arbeiten. So, das ist ein Riesendurchbruch, der sofort einen sehr große Auswirkungen gehabt hat. Denn wer die Struktur von Proteinen durchschaut, kann sie gezielt nachbauen. Ihm gelang das bereits vor 20 Jahren. Der US-Amerikaner David Baker und sein Team produzieren seitdem völlig neue Proteine, die zum Beispiel für Medikamente und Impfstoffe genutzt werden können. In der Medizin gibt es dadurch fantastische Aussichten für die Herstellung besserer Medikamente, die intelligenter sind und zur richtigen Zeit wirken, und noch wirkungsvollere Impfstoffe. Das Nobelkomitee in Stockholm teilte das Preisgeld in Höhe von knapp 1 Million Euro. Eine Hälfte geht an Baker, die andere an Hassabis und Jumper. Jürgen Klopp kehrt ins Fußballgeschäft zurück, allerdings nicht als Trainer. Vom kommenden Jahr an wird er globaler Fußballchef von Red Bull. Dabei wird Klopp für die strategische Ausrichtung der internationalen Fußballvereine zuständig sein. Im Sommer hatte er nach 9 Jahren seinen Trainerposten beim FC Liverpool aufgegeben und angekündigt, ein Jahr lang kein neues Traineramt übernehmen zu wollen. Egal ob Mainz, Dortmund oder Liverpool, bei all diesen Traditionsvereinen hat Jürgen Klopp Legendenstatus, gilt als beliebtester Trainer Deutschlands, einer auf Augenhöhe. I'm the normal one. Nach seiner Zeit in Liverpool erstmal Trainerpause. Doch heute die Überraschung. Jürgen Klopp wird ab Januar für den Getränkehersteller Red Bull als sogenannter Head of Global Soccer arbeiten. Auf Instagram erklärt Klopp: Ich liebe den Fußball und ich liebe es zu arbeiten. Und Red Bull gibt mir dafür die perfekte Plattform. Ich möchte meine Erfahrungen teilen, die ich über die Jahre hinweg gesammelt habe. Seine Aufgabe? Netzwerken und die Red Bull-Fußballclubs wie beispielsweise RB Leipzig weiterentwickeln. Ein Club, der gerade bei Fans von traditionell gewachsenen Vereinen kritisch gesehen wird. Vor 8 Tagen hat Klopp das Bundesverdienstkreuz erhalten. Der Bundespräsident lobte, dass Klopp in der Lage sei, zu verändern und zu gestalten. Ab 2025 will er diese Fähigkeiten bei Red Bull einsetzen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 10. Oktober.